So, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 1. Ah, Moment, ah, fuck. So, Moment. Hier der goldene Zahnstocher, yeah. Sieht eher aus wie ein Dolch, aber Zahnstocher, okay. Okay, Moment. Erstmal wieder Ich in muss Sicherheit. vorsichtig sein. Ach, stimmt ja, hier sind ja noch Fallen und die haben unseren netten Freund hier erledigt. Ich nehme lieber mal wieder die Schrotflinte. Und Halt durch, Elena. ja, da müssen wir hin. Aber ich würde mich jetzt eher um dich selbst kümmern, anstatt um Elena. Denn du hast genügend Probleme, denn dich steuert ein unfähiger Let's Player, der hier versucht, seine Zuschauer zu unterhalten und dabei ziemlich schlecht spielt. Gut. Ah. Kann man auch nichts dran ändern. So ist das Leben halt. Und ja, hier muss ich erstmal rauf und dann schaffe ich es hier hin. Sehr schön. So, hier wieder runter. Hier links. Links, rechts, wie auch immer. Und da haben sie mich schon entdeckt, obwohl ich eigentlich hier in Sicherheit gehen wollte. So, das ist gar nicht gut, dass sie mich entdeckt haben. Denn Moment. Hier sollte. Ach, hier ist es. Sehr schön. Ich wollte unbedingt diese silberne Gold Vogel. Diese silberne Vogelfest haben. Jetzt können wir weiterspielen, liebe Freunde. So, besiegt. Tot, wie auch immer. Ah, das sage ich auch in jedem Part. Und es wird langsam nervig für mich und für euch. Nun gut. Hier wieder. Zack, in Sicherheit. Wow! Okay. Okay. Vielleicht wäre es mal eine Idee, den Typen auszuschalten. Nein, natürlich ist er noch nicht tot. So, dann nehme ich wieder die Pistole, denn die ist etwas genauer. Und er lebt natürlich noch immer. Sehr schön, jetzt ist er tot. Jetzt können wir uns um die restlichen Burschen hier kümmern, die kein so großes Problem darstellen sollten. Vorausgesetzt, ich stelle mich nicht wieder so dumm an, wie ich es eigentlich immer tue. So. Tot. Sehr schön. Gut, nehmen wir wieder die AK-47. Und hat es hier noch irgendwie Munition oder so? Nee, doch ein bisschen, aber nicht so viel. Gut. Ach, hier ist noch einer. Komm her. Komm her. Und du bist tot. Sehr schön. Komm, nimm das Teil. Was? Wer hat mich getroffen? Wer zur Hölle hat mich denn getroffen? Gut, jetzt versuchen wir es ein bisschen vorsichtiger. So, von hinten anschleichen und zack, sehr schön. Und von hinten anschleichen und zack. Die Verbindung zum Access Point wurde getrennt, ist mir ziemlich egal irgendwie. So, tot und tot und ach ja, ich habe die Schrotflinte. Oh. Ah, ich stelle mich auch wirklich so dumm an. Okay. So, nochmals. Anschleichen. Ich bin so laut und kann mich trotzdem anschleichen. Sehr schön. Und anschleichen. Sehr schön. Und jetzt wieder erstmal den Heini hier außer Gefecht setzen. Dann den hier. Dann, oh, den hier. So. In die Fresse rein mit dem Schrot. So. Gut. Da ist er! So. Holen wir jetzt noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Sehr schön. Jetzt, ach, komm rauf. So, und wenn man jetzt richtig zielt, kann man ziemlich viele
von ihnen töten. Na gut. Was? Ach, hier hat's ja noch fallen, ich Idiot. Oh. Und schon wieder lasse ich mich töten, ja. Habe ich schon gesagt, dass hier fallen hat. Ja, da muss man einfach Kreis drücken. Wow, war so schwer. So. Okay, kommt her. Und. Zack, nee, das war nicht gut. Das war auch nicht so toll. Trotzdem sind sie tot, sehr schön. So. Ah, komm schon. Geht doch. Jetzt du auch noch. Dich krieg ich auch noch. Ja, sehr schön. Oh, ziemlich anstrengend, wenn man keine Ahnung hat vom Spielen. Gut, ja. Weiter geht's. Ich komme irgendwie nicht so wirklich gut voran, finde ich. Oh, jetzt kommt noch mehr. Gut, erstmal wieder zurück. Hier in Sicherheit. So. Hey, wie viel halten die jetzt aus? Ohne Scheiß. Okay. So. Okay, dann ist er halt nicht tot. Aber... Oh nein. Aber sein Freund hier ist bald Geschichte. Komm schon. Feuer! Ja, zielen ist auch eine Kunst für sich, die ich nicht so toll beherrsche. Aber das wisst ihr leider mittlerweile schon. Was heißt hier leider? Ihr wisst es einfach. So, ja, ich behalte die Schrotflinte mal. Und was sonst noch? Sonst noch? Ich muss schauen, welche Waffen hier noch aktiv sind. Waffen fallen. Die ist aktiv. Sehr schön. Hier raufklettern. Komm, kletter rauf. Okay, dann hier rauf klettern, so irgendwie. Und sich den nächsten Schatz holen. Sehr schön. Silberne Inka-Ohrringe oder so. Gut. Ha. Und laufen wir einfach mal dorthin, denn wir müssen ja noch herausfinden, was mit Elena passiert ist. Ist sie tot oder lebt sie noch? Oder was ist da los? Also... Ja, wenn sie auch noch tot ist, dann wäre das nicht so toll. Denn immerhin ist schon der liebe Sully gestorben. Und ja, wir wollen nicht, dass zu viele unserer Freunde sterben. So. Hier raufklettern. So. Und sich ein bisschen herumschwingen. Lalalalala, wir schwingen herum und sind freudig und nicht dumm. Zack. Sehr schön, geht doch. Manchmal klappt es auch nicht so gut. Ja, nicht runtersehen. Ne, manchmal klappt es nicht so gut mit dem Springen. Da schwingt er nicht so sehr, wie er sollte. Und dann stirbt er einfach. So. Hier klappt es aber ganz gut, das freut mich. So, hier rauf. Und so. Gott sei Dank. So, hier rein. Sind hier irgendwo Gegner? Gegner? Seid ihr hier irgendwo? Ja, das sind sie ganz, dort sind ganz bestimmt irgendwelche Gegner. Schauen wir jetzt erstmal hier rum, ob hier nicht irgendwo ein Schatz ist oder so. Nee, ist das nicht gut. Nehmen wir die Schrotflinte. Und. Doch, hier irgendwo ist ein Schatz, das weiß ich. Hier vielleicht. Ich weiß, dass hier irgendwo an einem Fenster ein Schatz sein sollte. Aber es hat ja einige Fenster hier. Und? Vielleicht ist doch an gar keinem Fenster ein Schatz. Hä? Okay. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ist hier wirklich kein Schatz? Moment. Hier nochmal schauen. Nee, hier ist tatsächlich kein. Gut, ja. Ich kann mich auch mal ehren. Oh, das darf nicht wahr sein. So ziemlich immer. Oh, hier war ich doch schon mal.
Nee, warst du nicht, oder? Nee, warst du nicht. So, wieder herumschwingen, wieder lieber Spider-Man und weiter schwingen und schwingen und springen und springen. Sehr schön. Hier runter. Ja. Und dann hier runter. Und dann hier runter. Und hier lang schwingen. So. Schwing dich ans andere Ziel, Drake. Sehr schön. Kein einziges Mal abgestürzt in dieser Kletterpassage. Das heißt doch schon mal was. So. Hier. Und rein da. Ja gut. Ja gut, das hält mich aus. Sehr männlich, wie er hier seinen Brunstschrei abgestoßen hat. Findet ihr nicht auch? Hier irgendwo ein Schatz? Hier vielleicht? Ne, sieht nicht danach aus. So. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ne, sieht auch nicht so aus. Gut. Dann, zack. Überraschen wir mal unsere lieben Freunde hier. Beziehungsweise töten sie ganz einfach. Okay. Hinterrücks. So gemein wie wir sind. Oh nein. Und sie sind natürlich wieder mal in der Überzahl. Und die Granate bringt ihn selber um. Sehr schön. Das haben wir doch gerne so. So wieder ein bisschen in Sicherheit gehen irgendwie. So, ja. Gut. So. Mit der... Oh. Hier runter, runter, runter. Was? Bongsat? Was ist das? Was ist ein Bongsat? Na gut, egal. Natürlich hättest du mich fast gehabt. Sehr schön, 30 Kopfschüsse. Auch ganz toll. Interessiert mich aber irgendwie nicht. Ich sorge hier nur dafür, dass ich überlebe. Und dazu muss ich ihm halt ab und zu mal Kopfschüsse verpassen. Obwohl ich sie lieber einschläfen würde. Also nicht einschläfen wie ein Hund, sondern einschläfen halt, dass sie schlafen und... Seht ihr den Glitch da? Rechts oben. Irgendwie, nicht Glitch, sondern Bug. Was soll das? Na gut, egal. Vielleicht seht ihr das ja nicht einmal. Und es liegt irgendwie an meinem Bildschirm oder so. Aber das tut es, glaube ich, nicht. Da war doch noch einer, oder? Hallo? Kommt da noch einer? Nicht? Gut, da kommt wohl keiner mehr. Oh doch, da kommt noch einer. Und feige wie er ist, wirft er erstmal eine Granate und stellt sich nicht mir, wie ein Mann es macht. So wie ich. Der sich hier wieder versteckt. Aber das nur, weil ich ja fast wieder tot bin und ich will nicht, dass ich wieder sterbe. Denn das wäre nicht so toll. So, ach, hier ist noch einer. Komm raus. Ja, geht doch. Das war aber ein Kopfschuss, oder? Ja, das war ein Kopfschuss, wie es aussieht. Sehr schön. Und wo sind denn die anderen Gegner? Gut, ich würde sagen, ich verstecke mich erstmal hier und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es dann wieder heißt, Fokker stirbt bei Let's Play Uncharted. Also bis dann, Leute. Schönen Tag noch und tschüss.